Schaut mal, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Pflanzenporträt und das ist ein Zufallsporträt. Ich hätte da jetzt nicht erwartet, zeitgleich passt, sie hat es gern auch in solchen Unkrautfluren, wo viel krautiges Zeug umeinander wächst. Von was redet man? Nämlich, tata, die Moschusmalve. Gleich dazu gesagt, ich habe da jetzt kein Vergleichsexemplar. Ich werde versuchen, dass ich es sprachtechnisch erkläre. Und auf der Homepage gibt es Fotos und ich verlinke dann da oben auch den Steckbrief zur Rosenmalve, weil die Rosenmalve und die Moschusmalve für Ungeübte sind eventuell verwechselbar. Nach diesem Video seid ihr keine Ungeübten mehr und ich werde sie auf ewig unterscheiden können. Gehört zu den Malvengewächse, die Gattung heißt Malve und gibt ungefähr 15 bis 20 Arten drinnen und bei uns wird es die Moschusmalve, die Rosenmalve, die wilde Malve finden und auch die Wegmalve, wobei die Wegmalve hat ganz kleine Blätter und die steigt dann nicht so auf, sondern die kriecht eher am Boden dahin, ist eine ganz andere Erscheinung. Die Moschusmalve. Tolle Sache, Blütezeit, ja, von Anfang Juni, Juli, August bis im September rein, bei Maat kann es nochmal klar auswachsen. Also ihr werdet die immer wieder wahrnehmen. Ich finde die auch ganz oft bei uns im städtischen Bereich, unter Anführungszeichen, in semi-genutzte Wiesen, also wo dann viel Gräser sind, manchmal Disteln und so, auch da sehe ich es doch immer wieder. Wie fangen wir? Ja, ich sag's euch gleich. Also, das Tolle oder eins, das ist ein bisschen vertrocknet. Entschuldigung, ich nehme ein anderes. Wir sind ja bei mir gewöhnt, dass immer alles frisch und knackig ist. Scherz. Was auch ein mögliches Erkennungsmerkmal ist, ist dieses feingliedrige, tief eingeschlitzte Blattwerk. Das Schwierige ist, auch die Rosenmalve hat, je weiter nach oben, dass man bei ihr schaut, so ein ähnliches Blattwerk. Bei der Rosenmalve ist es aber dann so, dass je weiter, dass man nach unten schaut, desto grobgliedriger wird es und es kann ganz unten sogar Blätter geben, die fast rundlich sind, also gar nicht mehr eingeschlitzt, die was eher dann an die Blätter von der wilden Malve erinnern. Also das wäre einmal ein mögliches Unterscheidungsmerkmal. Was schwierig macht, ist, dass die Blüten von der Farbe eins an so sind, von der Größe erscheint es mir so, dass die Moschusmalve tendenziell ein bisschen kleinere Blüten hat. Also das ist schwierig. Aber, warte, da ist ein Bestäuber, das nutzen wir gleich. Ich sag's euch nachher nicht, braucht es euch nicht fürchten. Schaut einmal. Das sieht man bei diesen Bestäuber auf diese Malven immer besonders gut. Wo kommst du bitte zurück, lieber Mitarbeiter? Das ist ein Handling. Ne, passt, dann schauen wir sich das doch vorher an. Die Bestäuber sind oft wirklich heftig bestäubt mit dem Pollen. Was ich aber interessant finde, ist, dass bei der Angabe, bei den Trachtpflanzen, mehr Nektar wie Pollen als holbar beschrieben wird. Also, drei beim Nektar, zwei beim Pollen. In meiner Wahrnehmung gibt es da unendlich viel Pollen, aber das macht ja nichts. Wir waren beim, kann man es unterscheiden. Also, die Blüten ähneln sich sehr, nur es gibt eine todsichere Methode. Und jetzt komme ich eh schon dazu. Wenn sich das Ganze umdreht, ich schnapp mir da mal eins. Ich muss das da runterbasteln. Man hätte es auch vorbereiten können, gell? Wo sieht man das gescheit? Habe ich das Tum schon drinnen? Nein. Wenn man das umdreht, seht ihr den Blütenboden. Da ist so ein grüner Stern. Der hat, also die haben einen doppelten Blütenboden. Der hintere mit so einem breiten Grün, das was diese Blütenblätter einfasst. Und dann gibt es darunter nochmal 6, 1, 2 und das dritte sieht man jetzt nicht. Ganz schlanke, dünne Kelchblätter. Also der Kelch ist zweireihig und die zweite Reihe besteht aus ganz, ganz dünnen Kelchblättern. Das sieht man auch, wo konnte denn das... Das ist echt schwarz am Herzen, aber das ist das ultimative, da schaut's, da sehen wir das auch. Seht's,
da diese schmalen Zipfelblätter, ja, also da ist, sind die Kelchblätter, da ist die Blüte schon ausgefallen, da stehen diese grünen Hauptzipfel nach oben und da drunter sind dann nochmal zwei, hinten war das dritte ganz schlanke solche zweiggereihten Kronblätter, Kelchblätter. Und bei der Rosenmalve sind die nie so schlank, sondern die sind fast kreisrund. Zumindest sind sie mindestens dreifach bis vierfach so breit wie das, was wir da bei der Moschusmalve haben. Also das ist wirklich, wirklich ein ultimatives Bestimmungsmerkmal, wenn man sich das einmal angeeignet hat und seht, wie viele Pollen das die im Kopf hat. Aber wenn man sich das einmal angeeignet hat, ihr werdet es immer unterscheiden können, allein an dem ein Merkmal. Also man braucht auch nichts anderes in echt. Ich hoffe, das hat man gesehen. Wenn nicht, dann bitte, bitte einfach wirklich auch die Homepage nutzen oder den anderen Steckbrief auch noch anschauen, weil da habe ich auch versucht, das gescheit zum Herzeigen. Die Blüten. Nämlich auch interessant, vormännlich. Jetzt muss ich schauen. Schaut, diese Blüte, die was da gerade am Aufgehen ist, da sehen wir diese ganzen Pollensäcke. Also seht ihr, das sind die Staubblätter und da ist ein Haufen weißer Pollen dran. Schauen wir mal, ob wir das da noch irgendwo in der Form sehen, weil das andere, was ich da zum Herzeigen habe, sind eigentlich schon alles Blüten, die was schon super weiblich sind. Nein, das ist eh die eine. Ja, gut, dass ich die eine gehabt habe, weil sonst war es jetzt wahrscheinlich echt schwierig geworden. Weil alle anderen, da seht ihr, da hat sich schon die Dame entwickelt. Das schaut ein bisschen aus wie eine Palme, finde ich. Aber diese Palme entsteht eben erst, wenn die Staubblätter abgeerntet sind, möglicherweise, oder ausgestaubt sind. Also erst die Männer und dann entstehen die Frauen. Da sieht man das, also da schaut, das ist so richtig, diese Narbe ist da eine kleine Palme. Wenn das Ganze befruchtet ist, entstehen solche Früchte, die was ein bisschen ausschauen. Mal schauen, ob ich da was finde. Das ist was mit diesen Zufallsfunden, weil natürlich, das ist mini klein noch, aber man kann es trotzdem schon erahnen. Das schwillt noch an, das wird noch größer. Die Malven werden auch Käsepappeln genannt. Dieses Käsepappel, die Namen haben es, weil die Früchte an einen Käseleib erinnern. Mal schauen, ob wir da noch irgendwo schon was Größeres finden. Da vielleicht. Haltet euch fest, das wackelt. Auch da gibt es eben immer den Hinweis, bitte auf der Homepage, nein, das ist noch nicht weit genug entwickelt. Die Früchte also schauen käseleibsmäßig aus und die sind energiereich. Aus die ist für Kinder zum Teil ein Pub gemacht worden. Pub, ein anderes Wort, nicht für wo man Bier kriegt in England, sondern für Brei. Käsepappel, also aus diesen Früchten ist ein Brei gestampft worden und der ist nährhaft. Eigentlich auch die Blätter essbar, ohne eigentlich auch die Blüten essbar. Die viel Schleimstoffe drinnen ist eine bekannte Schleimdroge, also auch bei Husten anerkannt nützlich durch den hohen Schleimstoffanteil. Dafür werden die Blüten genutzt, also auch die Blätter haben Schleimstoffe, wenn ihr das esst und kaut, dann werdet ihr merken, wenn man lang drauf umeinander kaut und das nicht gleich runterschluckt, dass das schleimig wird im Mund. Bei den Blüten auch einen Haufen Schleimstoffe drinnen und das macht man aber einen Kaltauszug-Tee. Das darf man nicht überbrühen mit, da kommen ein paar Hundis, grüß euch Hundis. Und eine Besitzerin, grüß die Besitzerin. Ja, darf man nicht mit heißem Wasser überbrühen, sondern da wird ein Kaltauszug angesetzt. Also Schleimstoffdrogen, Kaltauszug ansetzen, das ein paar Stunden stehen lassen und nach Schluck für Schluck trinken. Schleimstoffe gut bei Hustengeschichten ausprobieren oder auch bei Magen-Darm-Geschichten. Verdammt, ich hätte jetzt natürlich voll gern schon so eine Frucht hier gezeigt, aber was ich gern hätte und was ich kriege, ist in der Natur ganz oft was Unterschiedliches. Ich denke, man hat es gesehen und wie gesagt, unten, wenn ihr auf YouTube seid, Beschreibungslink,
habe ich eh direkt auf die Homepage verlinkt. Dort könnt ihr dann auch noch ein paar Bilder gucken. Da sieht man sicher die Früchte. Okay, dann pfiat euch, bis zum nächsten Porträt.